Es ist einer, wenn nicht gar der bekannteste Song, mit dem das Brandenburger Rock-Urgestein Six mehr als nur eine kleine Brandenburger Hymne geschaffen hat. 2008 gelang den 5 Musikern um Stefan Krehe eine Patriotismus-Offenbarung für ihre Heimat. Das Land, in dem die Musiker 2012 20 Jahre Musikgeschichte schreiben. Liedzeilen in einer Bleibehymne für alle, die weg mussten. Liedzeilen, deren magische Wirkung auch heute noch den ein oder anderen Urinstinkt Heimat wachkitzeln. Wenn man irgendwann eine Weile nicht hat, dann merkt man ja erstmal, was man nicht mehr hat. Und bei Geil ist hier ist ja so, dass wir den eben gerade auch für die Leute geschrieben haben, die eben das Land verlassen mussten, um irgendwo anders einen Job zu kriegen. Wir haben ja in Österreich dann irgendwie Leute getroffen, die aus dem Spreewald waren oder wo auch immer her. Und von denen weiß ich persönlich, dass da viele von denen sich den Song wirklich zur Brust genommen haben und die sehe ich jetzt teilweise auch wieder hier. Also war es nicht ganz umsonst, hat ein bisschen was gebracht. Geiler ist es hier, ist heute eine von 7 Auskopplungen aus 4 Studioalben. Dazu gab es ein Live-Album. 20 Jahre eines nicht immer einfachen Lebenstraums. Wer 20 Jahre am Start ist und sich in der Branche ein bisschen auskennt, der weiß, dass es also sehr viele Tiefen auch gab, aber eben auch Höhen. Und das macht es ja aus letztendlich. Das ist ja schon, macht schon Spaß, na klar. Wär's nicht so. Spaß, aber trotzdem auch ein Stück weit erwachsener ist Six heute. Das merken die Fans vor allem auch am neuen Album Narben und Souvenirs. Viel Tiefgang, Emotionen und Impressionen einer bewegten Autobiografie eines jeden Einzelnen. Es ist die Mischung aus den eigenen deutschsprachigen Liedern und den internationalen Coversongs, die fast jedes der mittlerweile 2222 Konzerte einzigartig machen und auch die Fangemeinde immer enger an die 5 Brandenburger schweißt. Dadurch, dass wir 20 Jahre am Start sind, haben wir ein ganz eigenartiges Phänomen. Bei unseren Konzerten sind Leute, die sind 17, da sind Leute, die sind irgendwie fast 60. Es gibt kaum andere Bands, bei denen es so ist. Wir machen Musik, weil Musik Spaß macht. Natürlich ist es aber immer ein ganz anderer Anspruch und eine Herangehensweise, wenn man jetzt eigene Songs macht. Und wenn dann der Saal letztendlich deine eigenen Songs so mitsingt, wie eben doch Songs von Fremden, ist das natürlich geiler geht's nicht. Deutschlandweit die Massen zu bewegen, ist eine Hürde, an der die 5 noch immer etwas zu knabbern haben. Sich dennoch aber auch immer weiter kämpfen. In den Top 100 liegt das aktuelle Album derzeit auf Platz 75. Und auch fernab der Heimat, im Saarland zum Beispiel, läuft Six mittlerweile auf vielen Kanälen rauf und runter. Sie müssen und sie wollen noch viel weiter raus aus dem Kerngebiet der 9 Bundesländer. Das derzeit wohl größte Ziel für den Bandleader und seine Crew ist nach zweimaligem Silber beim Bundesvision Song Contest 2012 nun endlich die Goldmedaille abzuräumen. Andere Bundesländer müssen denken, in Brandenburg gibt es irgendwie niemanden, der Musik machen kann. Und hey, wir sind seit 20 Jahren am Start und wir kennen hier jeden Pflasterstein. Wir sind Brandenburg und wir hoffen, dass wir diesmal bei der dritten Anmeldung nur 20 Jahre am Start, dass uns gelingt, dabei zu sein. Aber es wird doch sonst kräftig weitergearbeitet am Six-Repertoire, fernab von den Coversongs. Neue, eigene Zeilen, dazu ein neues Album in 2013. Ein großes Stück Arbeit für die Jungs. Studio gehen und hoffen, so ist der Plan, dass es im Februar dann wieder in Handel kommt. Aber Pläne sind in der Musik erstmal dazu da, dass sie wahrscheinlich wieder umgestoßen werden, weil so ein Album ist nicht wie ein Haus bauen. Du brauchst eine Kreativität, du brauchst eine Phase, du brauchst Ideen und die kannst du zum Teil natürlich nicht erzwingen. Aber wir sind da gute Dinger, wir haben viel gutes Material zusammen und wir werden weiter an dem Projekt Six weiterarbeiten, fleißig wie immer. An Kampfgeist, Spaß und echtem Lebensgefühl hat die Band jedenfalls in den zurückliegenden 20 Jahren nichts eingebüßt. Der große Geburtstag übrigens wird am 28. April in Cottbus gefeiert. Ganz groß und mit vielen Gästen. Dann bleibt nur Happy Birthday, Six.